Nein, ihr müsst nicht meinen, ich sei ein anderer Seher, also rein von meinem Äußerlichen. Bin ich nicht, bin ich auch noch nie gewesen. Also wir in unserem Tal Gückelturatschke. Wir sehen nämlich alle so aus wie ich dort. Also, und alle sehen aus wie ich und ich sehe so aus wie alle. Normal. Also was für euch jetzt abnormal ist, ist für uns normal. Und normal ist ja immer das, was die Mehrheit ausmacht und das sind natürlich jetzt im Moment ihr. Nein, wir in Gückelturatsch finden das im Fall schön, attraktiv, wenn nicht sogar sexy. Aha, Ich zum Beispiel bin Mr. Gückelturatsch 2017. Und wenn wir in Pubertät kommen, heißen wir Bückelturatsch. Da kommt mir gerade etwas in den Sinn an einen Kollegen von mir, zum Beispiel der Armin, über 50. Der hat ja seine im Internet getroffen. Also gesehen. Aha. Und jetzt nach fast 4 Jahren hat er es wie gesehen. Ja, und sie auch. Ja, er will sie nicht mehr und sie will ihn eigentlich schon lange nicht mehr. Ja, und jetzt, wo du etwas hin, das nicht mehr willst, bringst du es auch wieder zurück. Ja, und zwar dorthin, wo du es her hast. Er hat sich darum auch wieder ins Internet getan. Ja, also auf Ricardo gestellt. Ja, eine Frau, Entschuldigung, eine Frau. Hey, wieso soll eine Frau weniger Recht haben als ein Auto oder ein Aquarium? Ja, 2018, hallo, wo sind wir? Nein, die sind fast schneller weg. Ja. Und einen Tag später ist bereits schon die Neubin auf der Matte gestanden. Also gelegen. Zalando. Fuff. Ja, natürlich viele Jüngere, der Klassiker. Aber hey, das hat im Fall auch nicht geigert. Jetzt, bevor er die auch noch auf Ricardo wollte stellen, ist die auf eBay ab. Ja. Naja, die jüngeren Frauen von euch, die wissen eben schon, wie es läuft. Und vor allem sind sie eben viel schneller als wir alten Herren. Hey, und er findet sich für 500 Franken auf tutti.ch. Für 500 Franken für den Armin, das ist ja zum Lachen. Mein Gott, ey. Weißt du, wirklich keine Chance. Gut, jetzt vor einer Woche ist er auf 100 runter. Mhm. Ja, aber auch für den Preis bleibt er wahrscheinlich liegen. Also stehen. Also, ja, überlegt der Armin, über 50, oder? Dünne Haare, kurzsichtige, dicke Ranzen und hohe, langweilig. Oder? Ja, so einen wird schon einmal geschenkt. Ja, hey, es hat nicht Mama ausgelöst. Ja? Jetzt ist er wieder daheim. Ja, hey, steht vor dem Elternhaus mit einem Schild um den Hals gratis zum Mitnehmen. Tschüss, miteinander. Danke. Der Rolf Schmitz.